Video. Heute führe ich euch durch einen Tag von meinem Schulleben hier in Maine, in den USA. Ich gehe hier in Boarding School. Das Gebäude, wo ich gerade rauslaufe, ist da, wo ich wohne. Ja, jetzt führe ich euch herum und zeige euch so, wie mein typischer Schulalltag aussieht. Also jetzt ist gerade 5 vor 8 und auch der Unterricht hier beginnt um 8. Und ich bin gerade auf dem Weg zu der Sporthalle. Ich dachte, ich zeige euch mal ein bisschen die Sporthalle hier. Hier ist das Locker Room, also die Umkleidekabine für die Mädchen. Es gibt insgesamt 2 Sporthallen, also die erste oben und die ist hier unten. Hier sind Panda, die hier unten. Das ist der Name der Schule und all das hier. Die ganzen Preise und Sachen, die die Schule errungen hat. Und Flaggen. Hängen hier auch. Hier, viele internationale Leute sind. Viele internationale Leute kommen auch extra nur, um hier Basketball zu spielen. PGs, also Leute, die mit der Schule schon fertig sind. Postgraduates, so nennen wir die hier, die extra für Basketball hierher kommen. Unser Sportangebot hier, es geht so. Saisonmäßig geht das hier voll. In Amerika sind der Sport so Part von dem Schulerlebnis. Das ist dann jetzt die Wintersaison kommt jetzt. Und das heißt, die Basketballspiele gehen los. Aber jetzt sind noch das Ende von der Fußballsaison sozusagen, die gerade war. Und ich bin jetzt nicht so sehr Fan von Fußball. Doch, also ich mag zuschauen, aber ein Wettspiel nicht. Aber ich bin dann interessiert, mal das Basketball hier auszuprobieren. Danach kommt dann die Frühlingssaison, wo dann wahrscheinlich Baseball angeboten wird und ist auch unterschiedlich zwischen Männern und Frauen, also Mädchen und Jungs. Zum Beispiel, es wird auch gleichzeitig Cheerleading für Mädchen angeboten während der Basketballsaison. Also wenn man daran interessiert ist, kann man ja auch das machen. Also Sport ist frei. Und das hier ist dann unsere Schule auch schon. So sieht es hier außerdem aus. So schön mit der Sonne und allem. Ist aber sehr kalt heute. Mal wieder. Das ist die Schule. Hier sind Spinde. Die ersten 2 Stunden sind vorbei und jeden Tag haben wir eine längere Mittagspause. Die nennt sich auch Panda Time, weil der Panda hier das Schulmaskottchen ist. Und in der Zeit können wir Hausaufgaben machen und dann gibt es auch da eine bestimmte Reihenfolge, wann welche Stufen essen gehen. Und ich bin 11. Klasse, also ich bin Junior, nennen die das hier. Und ich gehe erst in der Stunde essen. Gerade Learning Lab, das ist ein Fach, das man wählen kann, um Hausaufgaben zu machen und an all seinen Projekten zu arbeiten. Und ich habe es gewählt, weil ich dann weniger zu Hause machen muss.